Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns heute im Corona-Kabinett unter anderem mit der Frage von Geimpften, Genesenen, tagesaktuell Getesteten beschäftigt. Und ich will eins vorneweg noch mal sagen, dass wir uns überhaupt jetzt ein gutes Jahr nach Beginn dieser Pandemie mit der Frage, wie können wir Geimpften auch Freiheiten zurückgeben oder besser wieder möglich machen und sie nicht mehr Einschränkungen unterliegen lassen, beschäftigen können, hat was damit zu tun, dass es in Rekordzeit einen Impfstoff gibt, der einen Unterschied macht gegen die Covid-19-Erkrankung, aber eben auch in sehr, sehr vielen Fällen hilft, Infektionen zu vermeiden. Und um Ihnen auch noch mal deutlich zu machen, wie viel schneller wir mittlerweile impfen können. Im ersten Quartal sind knapp 15 Millionen Impfungen in Deutschland gemacht worden, Erst- und Zweitimpfungen. Schon im April sind es gut 15 Millionen Erst- und Zweitimpfungen gewesen. Das heißt also, wir haben jetzt in einem Monat so viele Impfungen, sogar etwas mehr machen können als vorher in 3 Monaten in einem Quartal. Und das zeigt die Geschwindigkeit, die wir haben gewinnen können, jetzt auch durch die erwarteten Mehrlieferungen schon im April und jetzt weiter im Mai. 28,2% der Deutschen sind mindestens einmal geimpft und es werden schon im Laufe des Mai dann jeder Dritte mindestens gewesen sein können. Damit stellt sich auch die Frage, ob und in welchem Umfang auch Beschränkungen für vollständig Geimpfte weiter aufrechterhalten werden müssen. Wofür gibt es die Beschränkungen? Um andere und den Einzelnen zu schützen in dieser Pandemie, vor Infektionen zu schützen. Und in dem Moment, wo klar ist, dass vollständig Geimpfte übrigens nicht bei null, aber doch deutlich, deutlich reduziert ein Infektionsrisiko für sich und für andere haben, ist es eben auch möglich, Beschränkungen aufzuheben. Sie kennen den Entwurf, damit haben wir uns heute beschäftigt. Jetzt geht es darum, diesen Entwurf, der in der Bundesregierung als Startpunkt der Gespräche mit Bundestag und Bundesrat so abgestimmt ist, jetzt sehr zügig heute, morgen und übermorgen mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Bundestages und des Bundesrates so zu diskutieren, dass wir im Idealfall noch im Laufe dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche entscheiden können. Denn, das ist ja das Besondere an dieser Verordnung, sie braucht die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, sich nun im Vorhinein abzustimmen. Eine zweite wichtige Verordnung, über die wir heute kurz gesprochen haben, ist die Einreiseverordnung. Auch hier werden wir einen ersten Entwurf in dieser Woche vorlegen. Auch hier geht es darum, Getestete und Geimpfte gleichzustellen. Wir brauchen ja zum Beispiel bei Flugverkehr aus dem Ausland nach Deutschland den Nachweis eines negativen Testergebnisses. Und diese bestehende Regelung wird ergänzt, dass stattdessen natürlich auch ein vollständiger Impfnachweis dann reicht. Das Gleiche gilt bei Quarantänepflichten. Die können wegfallen für vollständig Geimpfte, außer, und das ist wichtig, bei Rückreisen aus Virusvariantengebieten, weil wir gerade bei Virusmutationen ja die Sorge haben müssen, dass dort zum Beispiel eine Impfung eben nicht so gut wirkt. Als zweites großes Thema haben wir uns heute beschäftigt und auch im Umlaufverfahren im Kabinett beschlossen, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die noch in dieser Woche im Deutschen Bundestag beraten werden soll. 2 wichtige Punkte. Zum einen machen wir ausdrücklich möglich, dass neben Arztpraxen und Impfzentren auch Apothekerinnen und Apotheker für bereits Geimpfte den digitalen Impfausweis ausstellen können. Für all diejenigen, die in den letzten Wochen bereits geimpft wurden, Monaten bereits geimpft wurden, stellt sich ja die Frage, wenn der digitale Impfausweis kommt in den nächsten Wochen, wie kann ich denn dann nachtragen lassen, sozusagen vom Papier ins Digitale? Und das soll eben möglich sein in den Arztpraxen, in den Apotheken und den Impfzentren. Eine 2. wichtige Änderung im Infektionsschutzgesetz stellt ausdrücklich klar, dass der Anspruch auf Versorgung nach dem sozialen Entschädigungsrecht bei Impfschäden auch und gerade bei Schutzimpfungen gegen das Coronavirus gilt, und zwar rückwirkend seit dem 27. Dezember. Das ist unabhängig davon, ob diese Impfung im Einzelfall empfohlen war oder nicht. Wir wollen 100%
Rechtsklarheit und Eindeutigkeit haben für alle, die in dieser staatlichen Impfkampagne geimpft werden, dass sie in jedem Fall und ohne, dass es da irgendeinen Streit geben kann, eben auch die entsprechenden Entschädigungsregelungen des sozialen Entschädigungsrechts für sich in Anspruch nehmen können. Das gibt die notwendige Sicherheit für Ärztinnen und Ärzte, aber vor allem für die zu Impfenden. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf eine Neuerung bei der Corona-Warn-App eingehen. Nachdem wir vor 2 Wochen schon die Clustererkennung haben einführen können, heißt also, dass wenn ich mich mit anderen treffe, ob privat oder in Zukunft nach Öffnung, dann auch in der Gastronomie, in anderen Lebensbereichen, dass dort durch einen entsprechenden QR-Code man sich miteinander verknüpfen und in der Folge im Fall der Fälle auch warnen kann. Das geht seit 2 Wochen schon. Und neu ist nun die Möglichkeit, dass Schnelltestergebnisse erstens auch direkt in die App das Ergebnis übermittelt werden kann, so wie es heute schon bei PCR-Labortestergebnissen ist. Und was noch wichtiger ist, dass dieses Testergebnis, insbesondere das Negative, dann auch zu Dokumentationszwecken, etwa wieder beim Thema Einzelhandel, beim Thema Flugverkehr, beim Thema in der Perspektive, ich möchte an einer Veranstaltung teilnehmen, zum Friseur gehen, brauche einen negativen Testnachweis, dass diese Corona-Warn-App dann auch den Testnachweis eben beinhaltet und möglich macht. Zu Beginn sind schon sehr viele Teststationen angeschlossen, aber noch nicht alle. Also es geht jetzt erst seit dem Wochenende los in den beiden Apple und dem Google Store in der App, in dem Update. Und jetzt werden sehr, sehr zügig auch immer mehr Teststationen und Testzentren angeschlossen, die das möglich machen. Damit bleiben wir dabei mit über 27 Millionen Downloads und immer mehr Funktionen ist diese Corona-Warn-App die erfolgreichste in Europa. Wir kommen zu Ihren Fragen. Uns haben relativ viele auch online erreicht. Wir fangen aber mit Frau Hüsch an. Herr Minister, noch mal eine Frage zur Genesis des Abstimmungsverfahrens. Wie sieht das? Vielleicht können Sie es etwas detaillierter beschreiben. Gibt es die Komplettzustimmung des Kabinetts bereits? Was sind die Reaktionen aus den Ländern? Zumindest gab es ja gestern noch die Reaktion aus zumindest einem Land, dass man diese Eile, die Sie an den Tag legen wollen, nicht so richtig nachvollziehen kann, dass da deutlich mehr Diskussionsbedarf noch ist. Nun, rein formal ist es ja so, dass wenn die Bundesregierung diese Verordnung formal beschlösse, sie anschließend zum Bundestag ginge, der Bundestag kann ja, nein sagen oder Änderungen vorschlagen, dann geht es zurück an die Bundesregierung. Sie müsste überlegen, ob und welche Änderungen sie übernimmt und es wieder zum Bundestag schicken. Das gleiche Verfahren gäbe es mit dem Bundesrat. Das kann zu einem sehr langen Ping-Pong führen. Und da ist es deutlich besser und in einer Zeit, wo es jetzt auch wichtig ist, da wir ja hier von Freiheitsrechten und Grundrechten reden, dass das eben auch möglichst zügig umgesetzt werden kann, ist es besser, neben dem formalen Verfahren auch informell das Gespräch miteinander zu suchen. Insbesondere ein Gespräch, das es möglich macht, dass es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt, also insbesondere auch mit den Koalitionsfraktionen und mit den Ländern, um sicherzustellen, dass es eine Mehrheit im Bundesrat auch geben kann. Und diese Gespräche finden heute und morgen, haben übrigens auch am Wochenende schon stattgefunden, in verschiedenen Gesprächsrunden statt. Gerne. Aber vielleicht können Sie es beschreiben, wie sind denn die Signale aus den Ländern oder aus den jeweiligen Fraktionen? Die Signale sind grundsätzlich sehr, sehr gut, weil es im Ziel eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung gibt, dass wir jetzt auch sehr schnell insbesondere für vollständig Geimpfte, nicht nur eine Gleichstellung mit tagesaktuell Getesteten für bestimmte Lebensbereiche vornehmen wollen, sondern vor allem eben auch keine Beschränkungen wie Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen mehr auferlegt wissen wollen. Das ist verfassungsrechtlich geboten, das ist aus vielerlei anderen Gründen geboten. Das ist gerade auch kontrovers diskutiert, ich weiß das wohl. Das sind gerade Situationen zwischen geimpft, nicht geimpft, noch nicht geimpft, muss ich noch testen lassen, muss ich nicht mehr testen lassen, die wir jetzt für einige Wochen miteinander aushalten müssen, bis wir jedem haben einen Test und ein Impfangebot machen können. Und diese Abwägung findet jetzt eben auch statt. Aber mein Eindruck ist, es gibt sehr viel Zustimmung für den Vorschlag und deswegen auch eine hohe Übereinstimmung. Und deswegen kann das Verfahren nach meiner Einschätzung Stand heute jetzt auch zügig laufen. Damit hat sich eine Frage von Manuela Langosch von RTL erübrigt, aber die andere von ihr ist, wie sollen Geimpfte und Genesene ihren Status nachweisen? Gehen sie mit der Bescheinigung des PCR-Tests oder dem Impfpass zum Friseur oder ins Kaufhaus oder ist ein eigener nationaler
Nachweis geplant? Geplant ist ja tatsächlich ein Nachweis als digitaler Impfnachweis. Der ist nachdem, ich will das auch mal zu den Abläufen sagen, weil gelegentlich der Eindruck entsteht, wir hätten hier vielleicht nicht rechtzeitig miteinander Dinge besprochen. Das haben wir auf europäischer Ebene schon sehr frühzeitig, schon im letzten Jahr begonnen, auch mit den Gesundheitsministerkollegen in der Europäischen Union. Wir haben nur von Anfang an gesagt, es macht sehr viel Sinn, das europäisch abzustimmen, zumindest mal, was so ein digitaler Impfnachweis können soll und welche Schnittstellen er auch haben muss, damit ich komme von der niederländischen Grenze, ein digitaler Impfnachweis, der auf der deutschen Seite zählt, auf der niederländischen genauso zählt oder in Spanien, auf Mallorca genauso wie in Finnland. Und die technischen Voraussetzungen dafür, die ersten wurden erst Ende Januar formuliert in den entsprechenden Fachgremien der Europäischen Union. Wir haben die entsprechende Rechtsetzung der Europäischen Union und wir haben seitdem eben auch die Aktivitäten hier bei uns zur Umsetzung. Wir sehen an der Diskussion rund um einige Apps aktuell, Stichwort Luca, aber auch andere Apps, Datenschutz und Datensicherheit spielen eine sehr, sehr hohe Rolle. Und deswegen muss das bei einer Bundes-App auch voll erfüllt sein, bevor sie an den Start geht. Also Ziel ist ein digitaler Impfnachweis spätestens in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals, also zwischen Mitte Mai und Ende Juni verfügbar zu haben. Bis dahin und für alle, die kann es ja auch geben, die keinen digitalen Nachweis wollen, sondern lieber einen analogen auf Papier, bis dahin und für alle, die es lieber analog haben, gilt natürlich weiterhin der schriftliche Impfnachweis, entweder im Impfpass, im Impfausweis oder aber gibt es ja auch in den Impfzentren, wenn man seinen Impfausweis nicht mehr hat, verloren hat oder es gesondert haben will, auf einem entsprechenden Formular. Michaela Küffner von der Deutschen Welle fragt, befürworten Sie den Kommissionsvorschlag, dass mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vollständig Geimpfte wieder einreisen können sollten? Das trifft ja das wieder, was wir eben auch ja für Deutschland in vielen Bereichen regeln, nämlich das Wegnehmen von Beschränkungen für Personen, von denen jedenfalls deutlich reduziert nach einer Impfung ein Infektionsrisiko für andere ausgeht oder auch ein Erkrankungsrisiko für sich selbst. Und so wie andere Länder auf der Welt Zug um Zug es möglich machen, mit einer entsprechenden Impfung wieder einzureisen, macht das sicherlich auch Sinn für die Europäische Union. In einem ersten Schritt mit den Impfstoffen, die in der EU zugelassen sind. Ob wir auch nicht in der EU zugelassene Impfstoffe genauso gleichstellen und berücksichtigen, braucht halt jeweils auch eine Bewertung des Impfstoffes und seiner Wirkung, weil wir jeweils auch schauen müssen, ob ein Impfstoff aus anderen Ländern dort zugelassen tatsächlich genauso gut Infektionen vermeidet wie die bei uns zugelassenen Impfstoffe. Britta Spiekermann vom ZDF fragt, was halten Sie von dem Gesetzentwurf zur Pflege Ihres Kabinettskollegen Heil? Und ergänzend dazu von Michael Schulz noch die Frage, war Ihnen dieser Entwurf vorab bekannt? Und ist es überhaupt realistisch, Gelder der Pflegeversicherung nur dann auszuzahlen, wenn ein Tarifvertrag vorliegt? Das Bundesarbeitsministerium einen eigenen Vorschlag macht, war uns nicht bekannt. Er hat uns Freitag am Abend nach Dienstschluss erreicht und ansonsten über die Zeitung, was ich deswegen betrüblich finde, als dass das Thema viel zu wichtig ist, um es jetzt mit solchen Manövern zu verknüpfen. Und deswegen lasse ich das jetzt auch alles mal weg, sondern rede über die Sache. Das Ziel teilen wir ja. Sie wissen, ich habe schon vor Wochen einen konkreten Regelungsvorschlag, einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, wie eine entsprechende regelhafte Tarifbezahlung in der stationären und ambulanten Altenpflege umgesetzt werden kann. Die beiden Vorschläge ähneln sich sogar sehr. Insofern war ich jetzt überrascht, dass da gelegentlich der Eindruck entstanden ist, da wäre jetzt was völlig Neues jemandem eingefallen. Der Vorschlag ist tatsächlich von uns entwickelt. Und ja, es ist möglich, das haben wir ja auch verfassungsrechtlich überprüft, es ist möglich, es geht ja hier um Verträge, die geschlossen werden zwischen der Pflegeversicherung und denjenigen, die die Leistung erbringen, seien es Alteneinrichtungen, stationär, Altenheime oder ambulante Pflegedienste. Es ist möglich, das zur Bedingung zu machen, dass tarifgleich bezahlt wird für einen entsprechenden Vertragsschluss mit der Pflegeversicherung. Fürs weitere Verfahren werde ich
werden wir als Bundesministerium für Gesundheit den Koalitionsfraktionen konkrete Vorschläge machen zur Ergänzung von laufenden Gesetzgebungsvorhaben. Das kann ja dort auch entsprechend ergänzt werden. Wir haben ein, zwei Gesetze im Gesundheitsbereich, wo das auch fachlich, sachlich gut dazu passt, gerade in der Beratung im Deutschen Bundestag. Und da muss der Deutsche Bundestag entscheiden, ob er das jetzt noch vor der Wahl entscheiden will, umsetzen will oder nicht. Ich kann nur dafür werben. Wir machen richtigerweise gerade viel Tempo beim Klimaschutz. Und ich finde, die Pflegebedürftigen und die Pflegekräfte haben genauso viel Tempo bei diesem Jahrzehnt- und Jahrhundertthema Pflege verdient. Noch eine Frage zur Pflege von Anno Fricke, Ärztezeitung. Knapp ein Drittel der Pflegekräfte in den Krankenhäusern denkt über einen Berufsausstieg nach dem Pandemieende nach. Wie wollen Sie da konkret gegensteuern? Na, zuerst einmal möchte ich, und das ist sozusagen auch schon in Vorbereitung und Planung, dann, wenn wir diese dritte Welle auch miteinander und gemeinsam gebrochen haben, und dann, wenn wir sehen, dass die Intensivpflege, die Pflegekräfte in den Krankenhäusern tatsächlich auch ein Stück Entlastung aus dieser dritten Welle heraus erleben können mit den Verbänden der Pflege, der Intensivpflege, der Krankenhauspflege, aber auch den weiteren Vertretern aus diesem Bereich, gerne das Gespräch suchen, nochmal darüber reden, was wir schon umgesetzt haben. Wir haben ja sehr viel auch schon vor der Pandemie umgesetzt im Bereich von Krankenhauspflege, haben die Pflege rausgenommen aus der Logik der sogenannten Fallpauschalen. Also es kann nicht mehr zulasten der Pflege in den Krankenhäusern gespart werden, schon seit zwei Jahren. Wir haben erstmalig Pflegebedarfsbemessungen und Untergrenzen eingeführt. Es kann also nicht mehr auch das Personal immer weiter reduziert werden bei immer mehr Arbeit. Es braucht Mindestpersonalbesetzung auf sehr, sehr vielen Stationen. Wir haben die Ausbildung verbessert, Ausbildungsvergütung eingeführt, Schulgeld abgeschafft. Wir haben also schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Und ich möchte mit den Verbänden der Pflegekräfte und den Pflegekräften darüber reden, welche dieser Maßnahmen aus ihrer Sicht schon auch in die richtige Richtung gehen, wie wir sie noch besser machen können und welche zusätzlichen Maßnahmen es geben kann. Eins bleibt aber wahr, das, was über viele Jahre sich in der Pflege jedenfalls an zu vielen Stellen in die falsche Richtung entwickelt hat, können wir nicht innerhalb weniger Monate vollständig in die andere drehen. Das ist jetzt ein Marathon, den haben wir vor der Pandemie begonnen und den möchten wir gerne nach der Pandemie oder jetzt in dieser Phase der Pandemie mit den Pflegekräften mit noch mehr Kraft dann auch beschleunigen. Letzte Frage hier von meinem Zettel von Daniel Hohe. In mehreren europäischen Ländern sind auch Apotheker in die nationalen Impfkampagnen mit eingebunden. In Deutschland sind im Herbst erste Modellprojekte zur Grippeschutzimpfung in Apotheken angelaufen. Ist aus Ihrer Sicht es auch an der Zeit, dass in Deutschland alle Apotheker impfen dürfen, auch gegen Covid-19? Nun, der Umstand, dass wir Modellprojekte eingeführt haben für die Grippeimpfung in Apotheken durch Apotheker, hat ja durchaus zu sehr kontroversen Diskussionen zwischen Ärzteschaft und Apothekerschaft geführt und der Frage, wer jetzt eigentlich was dürfen können soll. Und wir haben ja dann gesagt, wir wollen aus diesen Modellprojekten Erkenntnisse sammeln. Bei den aktuellen Corona-Impfungen ist ja nicht die Situation die, dass wir zu wenig impfwillige Ärzte haben. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Ärztinnen und Ärzte in den Impfzentren, nicht genug Ärztinnen und Ärzte in den Arztpraxen oder in den Betrieben hätten, die mitimpfen wollen, sondern im Moment liegt es daran, dass der Impfstoff noch nicht so aus, er ist schon deutlich mehr da. In dieser Woche werden fast 3 Millionen Dosen an die Arztpraxen erstmalig in dieser Größenordnung ausgeliefert. Letzte Woche waren es 2 Millionen Dosen. Die Impfzentren werden weiter beliefert. Es wird immer mehr. Aber es ist nicht so, dass wir es sozusagen nicht verimpft kriegten mit den Ärztinnen und Ärzten. Und es hat auch einen Grund, warum wir vor allem es bei den Ärztinnen und Ärzten auch vorerst belassen. Weil wir ja nicht nur bei AstraZeneca, sondern insgesamt gesehen haben und sehen, es geht nicht nur darum, wer den Stich setzt. Weil ja manche sagen, Tierärzte, Veterinärmediziner können das auch und Zahnärzte, ja, das stimmt. Aber es geht ja nicht nur um den Peaks, es geht um die Anamnese, um die Einschätzung des Patienten vor der Impfung, was mögliche Nebenerkrankungen angeht, die es vielleicht angezeigt sein lassen, einen anderen Impfstoff zu nehmen. Und es geht um die ärztliche Begleitung nach der Impfung. Und aus meiner Sicht macht es auch für die Sicherheit der zu Impfenden sehr viel Sinn,
dass eben auch Ärztinnen und Ärzte im Kern diese Impfungen auch ja, begleiten und verantworten vor allem. Natürlich macht das lebenspraktisch dann auch weiteres medizinisches Personal sehr wichtig in der Unterstützung. Soweit also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.